Hallo und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Aufnahme von God's Basement. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich muss sagen, wir legen einfach direkt los. Gar nicht so lange rumquatschen, warum auch. Wir sind inzwischen wieder in den Büros angekommen und müssen mal gucken, was jetzt hier so passiert. Was ist das denn? Okay, wir bekommen vom Operator noch keine direkte Infos. Been a while since our last encounter. That was a lot of information to absorb. I hope you got most of it, but I'll try to summarize the best that I can. You were trying your hardest to get by high school while also taking care of your grandmother, along with holding a part-time job. At the end of high school, you had amazing grades and received a full ride scholarship. The only problem was, you would have to leave your grandmother to attend college. She raised you all by herself after your parents passed away. It tore you up inside, knowing that you would have to abandon her to move forward in your life. Slowly but surely, her condition kept deteriorating, to the point where it was an extreme burden to provide care for her. You had to make a choice. Abandon her and move on with your life, or throw away a full-ride scholarship and sacrifice your potential to take care of her. Are you ready to find out what choice you made? This is kind of exciting, isn't it? Well, I won't make you wait any longer. You chose to stay. You felt that it would be wrong to abandon her, especially when she needed you the most. She took care of you when you were abandoned, right? You were just returning the favor. If you haven't noticed, this area represents your old job. The one you worked while taking care of your grandmother after you graduated. First thing you should probably do is sign in. Enter the door to your left and find your ID card. I'll speak to you soon. Good luck. Bevor wir das machen, ich mache die Stimmen noch lauter, damit man das auch wirklich gut hört. Weil ich will ja nicht, dass man am Ende hier so trans ist und sich denkt, was hat er gesagt? Geil, weißt du, wir sind tot. Oder wir sind auf jeden Fall gestorben, sonst wären wir ja nicht hier. Und das Erste, was wir machen sollen, ist wieder in unserem alten Job zu arbeiten. Was soll denn der Scheiß? Naja. Schön. Unsere ID-Card sollen wir grabben. Erstmal aufs Klo, wie man das so macht. Ist da was drin? Nee. Spiegel gibt's offenbar nicht. Türen gehen auch nicht auf. Schade, schade. Aber nett hier. Gut, dann, jo. Hallo. Ist hier irgendwo unsere ID-Card? Hilfe. Ist das meine ID-Card? Ja. Wieder raus hier. Wo melde ich mich an? Warte mal, da ist vorne ist ja wieder ein Monitor. Wir gehen mal zum Monitor. Bitte anmelden. Ah, da. Tudum. Number of boxes organized. 50? What the? Exit. Cool. Was mache ich jetzt damit? Die reintragen oder wie? Ach, hier ist. Ist es denn hier ernst? Okay. Wie viel kann ich aufnehmen gleich? Ich. Einen? Der will mich doch verarschen. Na gut. Das du? Muss ich jetzt allen Ernstes 50 Boxen sortieren? Der will mich doch veräppeln. Da hatte ich ja echt einen beschissenen Job als Teenie. Oder nach dem Abschluss. Oder, ich meine, hier.
boxes? Geht so. Also er hat gefragt, ob wir Spaß haben. Ich glaube, ihr habt's gehört. Naja. Wenn es offenbar mein Job ist, dann mache ich den halt. Vielleicht gibt's ja gutes Geld, ich weiß ja nicht. Komm, wir gucken mal. Nein, warte. Wir kümmern uns um unsere Boxen. Das ist unsere Aufgabe. Also machen wir das auch. Man soll sich ja nicht immer so ablenken lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin Königin darin, mich abzulenken. Und zu prokrastinieren. Weil es ein bisschen bei mir auf Twitter auch folgt. Ja, ich habe Twitter. In der Infobox gibt es den Link dazu, falls ihr mir folgen wollt. Gibt eigentlich nichts da wirklich so an Informationen, außer dass ich hin und wieder meine Videos ankündige und vielleicht auch mal irgendeinen Blödsinn reinschreibe. Aber naja, wer mir auf jeden Fall auf Twitter folgt, der weiß, dass ich Sneakkisten schwer ziemlich anstrengend sein. Ja, schlimmere Jobs. Naja, er weiß, dass ich in einem dualen Studium bin. Ich weiß gar nicht, ob ich das in Videos hier mal erzählt habe. Und man muss natürlich auch was für Studium machen. Ist ja klar. Krieg ich die Kiste da unten nicht? Schade. Und, jo. Man sollte was fürs Studium machen. Belassen wir es bei der Aussage. Den Rest kann man sich denken. Es ärgert mich, dass ich die Kisten da unten nicht rausbekomme. Und er sagt hier, 5 Tage die Woche haben wir das gemacht. Das war ja nett. 40 Stunden die Woche also. Kisten sortiert. Naja. Aber hey, ich sag's mal so, wir hatten wenigstens, nachdem wir mit der Schule fertig waren, einen Job. Kann auch nicht immer jeder von sich behaupten. Hey, ich glaube, du hast einen übersehen. Sieh mal da drüben in der Ecke. Ey, wir haben erst 15. Das. Natürlich braucht das noch eine Weile. Sei mal nicht hier so frech. Okay, wir müssen nur die sortieren, oder wie? Wir können ja auch rennen, stimmt. Hallo? Ah, da. Also, wir können uns ja denken, dass wenn ich hier die 50 Boxen einsortiere. Oh mein Gott, ich kann ja einfach gucken, wie die aussehen, die Pappnase. Das. Dann irgendwas hier währenddessen passieren muss. Anzahl organisierten Boxen, ja, ja. Ich weiß, das Ganze ist recht belanglos, aber das Spiel will, dass wir das tun, also tun wir das mal. Wir sind ein guter Mitarbeiter. Wird es ermüdend, sie machen diesen Job Tag für Tag, nur um nach Hause zu kommen und sich um ihre ältere Großmutter zu kümmern. Warum lese ich das eigentlich vorher? Redet ja mit uns. Ja, natürlich ist es ermüdend, also. Ich glaube, jeder, der zu Hause seine Familienmitglieder oder nur ein Familienmitglied pflegt, kann das bestätigen, dass es ermüdend ist, aber manchmal muss man halt eben das tun, was getan werden muss. Daran ist aber auch nichts Schlimmes. Ich finde es sogar eigentlich ziemlich bemerkenswert, wenn Leute, die... Ach, jemand reue... Der stellt unangenehme Fragen. Natürlich. Also wenn ich mich jetzt in so eine Situation reinversetzen würde und ich hätte die Chance gehabt, ein Stipendium, ich habe gute Noten, habe theoretisch eine glorreiche Zukunft vor mir. Aber ich habe halt auch Familie daheim, die Hilfe braucht. Das ist schon eine schwierige Entscheidung. Das kann. Da wird man, egal wie man sich entscheidet, Reue empfinden für die jeweils der nicht getroffene Entscheidung. Das wäre auch komisch, wenn das anders wäre. Ich meine, es ist ja immer so im Leben, dass man mal Chancen hatte und die nicht vielleicht genutzt hat. Oh, er macht einem echt ein schlechtes Gewissen. Hier, ein ganzes Potenzial verschwendet. Dann haben wir es halt verschwendet, dann ist es halt so. Was geht es denen an? Der blöde Operator, ey.
Am Anfang mochte ich den wirklich. Ich fand den cool. Inzwischen finde ich ihn doof. Der ist einfach unhöflich. Weiß nicht, ob das hier Bewältigungstherapie sein soll. Ich meine nicht die Boxen sortieren, sondern wie der da auf uns immer rumhackt. Halt, stell da aber miese Fragen. Das ist doch nicht zu vergleichen, ob man jetzt einen Job macht, der körperlich anstrengend ist, oder ob man Familienangehörige pflegt. Unhöflich, der Typ, ey, unhöflich. Also wie gesagt, ich finde es bemerkenswert, wenn Leute die Kraft haben, und darauf kommt es alleine an, sich um Familienmitglieder in so einem großen Ausmaß zu kümmern, weil es gibt halt Lebenssituationen, die unterstützen das vielleicht nicht, dass man tatsächlich es kann auch. Vielleicht kann man es emotional nicht, und da ist auch nichts Schlimmes dran. Das darf man sich niemals einreden lassen. Es soll noch besserwisserisch sein, dass er sagt, es sind nur deine Gedanken, die du früher hattest. Natürlich. Als ob das dem nicht bewusst ist. Wer hätte in so einer Situation nicht solche Gedanken gehabt? Mal ganz ehrlich. Findet mir nur eine Person, die nicht so gehandelt hätte. Nicht so gehandelt, nicht so gedacht hätte. Also immer fragt, warum ich hier so skeptisch mich umschaue. Ich erwarte, dass irgendwas passiert. Vielleicht bin ich auch nur zu misstrauisch, wer weiß. Vielleicht ist das Spiel gnädig und wird auf ganz in Ruhe 50 Boxen einsortieren, von denen wir 43 geschafft haben. Bisschen satisfying ist es ja schon, hier alles ordentlich einzusortieren, wobei ich nicht verstehe, warum man das von einem Regal ins andere räumt. Man hätte doch einfach hier richtig einsortieren können. Für gutes Gewissen. Wie gesagt, so oder so bei dieser Entscheidung gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein für sich selber den Kompromiss finden, was man tun möchte. Es wäre auch nichts Verwerfliches daran gewesen, wenn es sich Hilfe gesucht hätte durch außenstehende Personen, heißt Pflegekräfte und so. Oh, wir haben es gleich geschafft. Wow, tolle Arbeit. Nö. Ich bin tot. Im Tod muss man den ganzen Spaß nicht die ganze Zeit mitmachen, mal ganz ehrlich. Gut, tschüss. Hätte man das gemacht. Geht's da eigentlich rein? Hallo, Chef, Chef, Chef. Chef ist nicht da. Was, das war das Level? Das war ein weirdes Level. Weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand das merkwürdig. Hier ist dunkel. Gut, ah, okay, wir haben eine Taschenlampe. Ach, sind wir wieder bei der Oma? Hallo? Hallo? Willkommen zu Hause, habe ich eine Errungenschaft bekommen. Das ist gruselig. Hallo? Oder ist es unser Zuhause? Vergläubiger Mensch hier? Ih, die Tür geht ja auf. Weiß es nicht, wem das zu Hause gehört, aber wir gucken uns mal um. Hallo, hallo. Ist riesig hier. Boah, nice. Alter, da ist gerade so ein richtig alter Fernseher gestanden. So ein schöner Röhrenfernseher, aber eine topmoderne Küche.
recht hübsches Esszimmer, gefällt mir ganz gut. Ein Keller. Warum war es klar, dass es einen Keller gibt? Naja, wir kommen später wieder. Ich will noch den Rest vom Haus sehen. Dachte gerade, das sei was zwischen Wand und Schrank, aber nein. So, gucken wir mal. Hallo. Ist es Bert? Kuckuck. Also bisher recht hübsch, das Haus. Wie viele Keller hast du denn? Warum liegen da Bretter? Was ist mit dir? Okay, wir gehen gleich gucken. Da dürfen wir nicht rein. Okay. Ein Kleiderschrank. Das ist wohl unser Zimmer. Also wir sind vielleicht schon erwachsen und was weiß ich. Aber ist das auch hier, wo die Oma lebt, oder? Was ist hier los? Boah, nee, ich will da nicht runter. Das ist stockfinster. Wir gehen in den anderen Keller, ja? Also wenn wir noch mit Oma zusammenleben, dann würde ich mal sagen, Oma, wo bist du? Warum gibt es hier zwei verschlossene Türen? Ah. Waschküche, okay. Schön, schön, hier liegt ein Hammer. Können wir irgendwas... Oh nein. Warum muss ich den Hammer mitnehmen? Warum? Warum? Ich habe auch schon Bretter gesehen. Ich meine, die waren ja da gerade. Hat das einen Grund? Aber ich finde es nett, dass ausnahmsweise der Operator mal nicht da ist. Ich merke gerade, ich bin viel zu entspannt. Der könnte böse enden. So. Okay, wir können mit dem Bretter noch nichts machen. Ich muss mal kurz ein bisschen lauter für mich machen. Warte, doch wieder ein bisschen leiser. Ist es gut, dass da zu ist? Ganz schön schmutzig. Also, ich habe einen Hammer gefunden. Brauche ich noch Nägel? Kann das sein? Naja, wir gucken mal. So, gab es einen kleinen Cut. Ich musste nämlich mal niesen. Und da will ich euch nicht mit erschrecken. Vor allem nicht, wenn ihr irgendwie mit Kopfhörern oder so schaut. Das Messer liegt aber auch sehr auffällig hier rum. Das gehört da rein. Ich Nägel übersehen? Steht wieder so eine dämliche Box rum. Glaube, ich habe irgendwas verpasst, kann das sein? Okay, das kam mir überraschend, dass ich hier was öffnen kann. Aber da ist gar nichts drin. Voll die Verarsche. Aber ich kann auch immer doch ein paar Sachen öffnen. Aber irgendwie immer nur so random. Das ist merkwürdig. Kann ich dich öffnen? Ja. Okay, ich suche offenbar was. Ich verstehe. Hier kann ich nichts öffnen. Ich suche kleine Schränke. Vielleicht geht auch hier in der Küche was. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich suche ich die Nägel mal so obvious-mäßig gesagt. Nein. Oh.
Wow, du hast war mal so leere Schränke bei dir zu Hause. Aber dafür hier alles Mögliche. Hey, warum stehen da eine Töpfe nicht in der Küche? Kollege, Wandschrank geht nicht auf. Wir haben ja noch mehr Schränkchen. Auch nicht, okay. Nein, hier ist nicht. Ach doch, das war die Tür einfach nur gerade. Ermüdend. Hallo. Ich habe da jetzt alle Schränke durchgesucht. Oder muss ich jetzt wirklich überall zweimal hin? Im Treppengehen hat er noch nicht so drauf, habe ich das Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, hier steht jemand. Das Badezimmer ist mir zu dubios. Mann, lass dich öffnen. Irgendwo muss doch was drin sein. Einmal Pizza gegessen. Das gefällt mir nicht, warum finden wir das nicht? Oh. Wie kriege ich es wieder zu? Naja, in der Waschmaschine ist nichts drin, das wäre auch irgendwie komisch. Muss ich die Säge mitnehmen? Die sieht so verführerisch aus. So, muss mich einmal kratzen. Das Ding kann ich halt nicht öffnen. Hey, guck mal! 35, ich weiß gar nicht, Millimeter? MM? Keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber das Spiel habe ich in meiner Steam-Bibliothek. Ist von desselben Machern? Ja, wäre das sehr, sehr cool. Muss ich mich mal erkundigen? Hier geht halt nichts. Muss ich wieder irgendwas intensiv anstarren, damit es aufgeht? Um kurz vor 10 übrigens. Laut dieser Uhr, die offenbar nichts weiter macht. Also ich habe doch jetzt alle durchgeguckt. Trauer. I. Hört ihr sie? Ganz leise hört man sie so rumrumoren. Thank you.
Warum habe ich meine Oma gerade eingesperrt? Jetzt bin ich leicht beunruhigt. Oh, ein Brief. Lesen, V. Tasklisk. Säubern Sie die bestätigten Teller. Verstecke das Küchenmesser unter deinem Bett. Oh, was ist mit der Oma? Überprüfen Sie alle E-Mails am Telefon. Nimm den Hammer im Keller und nagle Holzbolzen an die Tür. Schalte alle Lichter aus, geh zu Bett. Oh ja, wir haben irgendwie eine falsche Reihenfolge gemacht, habe ich das Gefühl. Clean up any broken blades. Okay. Wir haben zumindest schon mal die Tür zugemacht, ist ja schon mal was. Das Messer sollen wir verstecken. Und die Rest der Liste habe ich schon wieder vergessen. Läuft ja, Mensch. Gedächtnis wie ein Stein. So, noch. Versteck Küchenmesser, überprüfen Sie alle E-Mails am Telefon. Okay. Oh, aber nee, wollte ich gar nicht hin. So. Nicht ins Menü. Warum soll ich denn das Messer unter meinem Bett verstecken? Das ist schon recht dubios. Warum schlafe ich auch neben der Oma? Wow, das nennst du Verstecken, du Trottel. Hast du ja gut hinbekommen. So, ist wirklich Telefon gemeint? Haben wir ein Telefon? Und wenn ja, wo ist das Telefon? Hallo, wo ist es? Das ist Telefon. Es ist bedauerlich, dass Sie unser Stipendienprogramm abgelehnt haben. Vielen Dank für Ihre Bewerbung und wir hoffen, dass Sie bei all Ihren zukünftigen akademischen Bemühungen erfolgreich sind. Ricardo West. Tja. Ach gut, das hätten wir es nochmal richtig sehen können. Also haben wir uns für die Oma entschieden. Dann kann sie sich ja freuen. Oh, warum liegt hier ein Buch? Schalte alle Lichter aus, gehe zu Bett. Ich will die Lichter gar nicht ausmachen, aber naja. Jetzt habe ich schon wieder auf Escape gedrückt, statt auf E. Hirn, was ist mit dir?